Ich weiß nicht warum, aber seit das angekündigt wurde, ich bin irgendwie gegen dieses Spiel so anti und ich kann nicht sagen warum, weil ich werde es einfach auslassen und auf das richtige Pokémon nächstes Jahr warten. Und ja, es ist ja auch jetzt am Ende gar nicht mal so casual, wie ich es befürchtet hatte. So, es steckt ja schon noch ein Pokémon da drin in diesem Spiel, aber trotzdem ist es natürlich alles sehr runter gefahren im Großen und Ganzen. Und weiß nicht, ich glaube, es ist auch, weil ich Pokémon Go halt auch so dumm finde. Und ja, weil ich halt die Angst habe, dass sie halt gesagt haben, auch da, sie wollen Pokémon jetzt im Jahrestakt bringen. Und das ist halt so, ja, okay, das ist also ihre Variante. Alle 2 Jahre ein richtiges und im Jahr dazwischen immer so ein, ja, wir machen irgendwas Ja, es kann sein, dass Kleineres. nächstes Jahr dann, also das richtige Pokémon kommt und das darauffolgende Jahr vielleicht in ein Pokémon Let's Go Battle Royale. Kanimani zum Obwohl, Beispiel. Pokémon Battle Royale würde ich vielleicht sogar spielen. Pokémon Battle Royale! Das hat Bist du denn Potenzial. das Pokémon oder sind denn wirklich alle Trainer, die dann halt immer mit dem Pokémon rumlaufen oder dann immer die Weiß ich Attacken noch nicht. Ich zünden glaube, ich fände müssen? es mit dem Pokémon selber geiler. Und du kannst dir nicht aussuchen. Das wird am Anfang random zugeteilt. Dann musst du so als. Safon durch die Stadt Kappador. Weißt du? Okay, mal sehen, mit welchen jetzt alle platt machen sollen. Kappador. Ja, man müsste Dude. schon die was können. Aber an sich hat es voll Potenzial. Glurak, Machamai und alle. Und dann kommt da so ein Kaputt, so. Kaputt, kaputt, Ja, aber kaputt, find den mal. Auf dieser Map. dann hüpft er die ganze Zeit mal hoch. Ja, aber es wäre doch eigentlich ganz cool. Du kannst so ein großes, starkes Pokémon kriegen. Bist halt voll stark. Aber natürlich sieht dich auch jeder, weil du wie so eine Axt im Walde durch die Map rennst. Und wenn du aber so ein kleines Shiggy bist, bist du halt nicht stark, aber du kannst, oder Bisasam, rennst immer durchs Gras und keiner findet dich. Und aus dem Hintergrund immer so nachschreien. Also man müsste es halt schon so überdenken, dass man jetzt vielleicht, ja, ich sag mal so, sehr langsame Pokémon hätten vielleicht mit dem sich überhaupt Kreis ein Problem. Und das kannst du dann noch so ultra brutal machen. So ein Relaxo, dass es nicht mehr schafft. Und dann einfach langsam verendet. Was mit Relaxo oder Safcord, die sich nicht bewegen können, wirklich? Und dann dieser blaue Kreis, der immer kleiner wird. Ich muss rennen. Well, Aquaknarre-Headshot. Ja, oder man macht es halt mit Teams oder so. Und man muss halt das dann immer quasi sind immer Teams. Und es muss jede Fähigkeit muss einmal drin sein, sozusagen. Ein Flug-Pokémon. Und das kann dann Kokuna und Safcord. Also Nintendo, wir pitchen Pokémon Battle Royale. Das wäre. Ach, oh, das würde ich kaufen. Weiß auch nicht, was ich so lustig finde von grausam verendenden Pokémon. Ich fand einfach am besten da wirklich diesen Zufallsmode und dann halt wirklich so, Kapadon, Ja. Scheiße. Das ist doch so eine Wüstenmap, Smetbo wird aus dem Flieger geschmissen. Nope. Ja, und dann geht so ein Air-Battle los. Da geht es erstmal darum, welche Flug-Pokémon zu Boden gezwungen werden. Er ist Oder so auch. mit gebrochenen Flügeln. Allein das, ne? Flug-Pokémon so. Ja, also ich fliege jetzt in die Mitte. Aber da könntest du ja auch wieder machen, dass das wirklich eine Kuppel ist. Ja. Also dass sie quasi gezwungen werden, halbwegs tief zu gehen.
Ich fände das sehr gut. Geil, wäre es auch gleich ein Pokémon so. Ja, nun, alles geht durch mich durch. Ich möchte das jetzt. Los! Ich bin absolut kein Freund von Battle Royale. Aber vor allem weiß, dann so ein Zufalls-Pokémon, ja, einer ist dann halt so ein legendäres Pokémon, ja. So Rayquaza, Groudon oder sonst irgendwas. Ja, oder so ein Crossover, so Pokémon x Digimon als Battle Royale. Irgendwie sowas. Oder Digimon gewinnen. Der Pokémon hat auch keine Chance gegen Digimon. Ja. Bei dem Digimon haben Attacken sowas wie Planetenbürster oder irgendwie sowas. Ja, aber das wäre doch mal ein Statement. Und dann kommt Shiki mit Aquaknarre. Ja, nee, also Pokémon Battle Royale. Oh, ja. Kommt 2020. Ja. Ihr habt es hier zuerst. Ja. Mit.